Christian, wir fangen mit einer nicht sportlichen Frage an. Unter der Woche ist bekannt geworden, dass unser Stadion bald Stadion an der Hafenstraße heißt. Was sagst du dazu? Ja, ist einfach super, glaube ich. Ich selber verbinde Rot-Weiß-Essen nur mit der Hafenstraße. Ne, und die Hafenstraße ist Rot-Weiß-Essen, deswegen glaube ich, ein gelungener Coup, den der Verein da einfach auf die Beine gestellt hat. Ich glaube, auch die Fans sind sehr zufrieden. Das ist das Wichtigste, wenn es gerade um so eine Geschichte geht. Und ich glaube, das ist absolut gelungen. Schön. Jetzt aber noch Stadion Essen. Und da haben wir am vergangenen Samstag gegen die Sportfreunde Lotte gespielt. 3-1, immer noch ungeschlagen geblieben. Bist du zufrieden mit dem Spiel? Teils, teils. Ich denke, dass wir so eine Phase hatten, wo wir ein bisschen schwieriger reingekommen sind. Dann den verschossenen Elfmeter, aber danach gerade dann eine gute Phase hatten. In der ersten Halbzeit viele Abschlüsse gehabt, viele Tormöglichkeiten rausgespielt, zwei schöne Tore dann auch gemacht. Ja, da nahtlos auch angefangen in der zweiten Halbzeit, das dritte gemacht. Und eigentlich beim 3-0 muss Fußballspielen dann eigentlich Spaß machen. Ne? Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir einfach so ein bisschen mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben und einfach dann halt auch nochmal mehr Spielfreude reinkriegen. Aber ja, Fußballspiele laufen nicht immer so, wie man sich das möchte. Und ich glaube halt auch, dass die Jungs das gerne wollen. Aber aus unterschiedlichen Gründen funktioniert es manchmal nicht. Das muss man akzeptieren. Wichtig ist aber unterm Strich dann halt auch der Dreier. Gerade jetzt in der jetzigen Situation ist es wichtig, dann diese drei Punkte mitzunehmen. Das war der Blick zurück. Jetzt kommt der Blick nach vorn. Am Freitag wartet Wegberg. Wir fahren nach Wegberg. Wie schätzt du den Gegner ein? Ja, hat sich jetzt über die letzten Spiele stabilisiert. Ich glaube, die letzten fünf auch nicht verloren. Hat sich da unten so ein bisschen rangekämpft wieder an den Strich, an das rettende Ufer. Und ja, ich habe Wegberg eigentlich von Anfang an gar nicht so schlecht gesehen. Von den Einzelspielern eine gute Mannschaft. Und die letzten Ergebnisse zeigen dann halt auch deutlich, auch gegen Rödinghausen dann nochmal unentschieden gespielt, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird. Und ja, aber das Positive an der Sache ist einfach, das, was positiv überwiegen kann, ist, du kannst 40 Punkte holen, du kannst den vierten Sieg in Folge holen, du kannst freitags abends vorlegen und du kannst die Tabellenspitze weiter verteidigen und vielleicht sogar ausbauen. Und dafür sollte es genug Motivation geben, am Freitag in Wegberg drei Punkte zu holen. Gehen wir es an. Christian, danke. Gerne.